Gegen einen Bergführer hat gesagt, dass er in 3 Minuten losgeht. Das ist natürlich eine super Sache. Oh. Die anderen gehen ja eigentlich alle in Salzburger Weg. Ist der schön, oder was? Oder? Ich schaue nicht, ich dachte es gerade noch schon gegangen. Mein Anspruchsvoller ist ein bisschen. Ja. Du hast ein bisschen Wasser, was uns zusammen. Also, da habe ich noch eins drin. Ja, das kann ich nehmen. Stimmt, du musst ja nichts mehr übernachten hochschleppen, gell? Ja. Aber ich habe eigentlich nichts mehr übernachten da. Was ist das? Das wollte ich ja auch nicht mehr. Na denn? So, es geht los. 3.30 Uhr. Aufbruch. Erste Station Eiskapelle. Schade, dass ihr die Sterne nicht sehen könnt. Das ist echt der Wahnsinn. Schon jetzt unheimlich warm. Und so wie jetzt bleiben würde, wäre perfekt. So, da ist die Gedenktafel. Offizieller Start der Tour. Unglaublich warm schon hier in der Frühe. Wird auch schon so langsam hell da hinten. Der Wettlauf gegen die Sonne beginnt. Wir werden verlieren. Eigentlich eine blöde Aussicht, ne? Wenn man das schon so weiß, soll ja gleich gebrutzelt werden in der Wand. Wird so langsam hell da hinten. Langsam. Wahnsinn. Hier waren wir letztes Mal auch schon. Mal gucken, ist vorbei? Ja. Genau. Da unten rauscht der Gletscherbach. Ja. Insekten pur hier. Und der Tag bricht langsam an. Wenn du Salzburger oder Gederbacher Weg gehst, ist das Überwinden von der Randkluft, also zwischen der Eiskapelle und dem Fels hinten halt. Ja. Würdest du jetzt da langlaufen? Ja, also relativ mal von rechts anfangen. Also ja. Wir hätten den Weg hier schon längst früher verlassen müssen hier. Ja. Und das geht dann da hinten, weißt du, wo diese weißen Rampen raufgehen. Ja. Da zieht es oben rauf bis auf das Schneefeld und dann im linken Bereich der Wand bis oben dann zur Biwakschacht. Also ja. Das sind dann die anderen Wege da. Okay. Und der Weg der Erstbesteiger ist ja der Gederbacher Weg, also der ist ganz rechts unten quasi sind die eingestiegen und haben sie dann da raufgezogen.
So, unterhalb des Wandfußes hier. Geht jetzt rauf. Langsam wird der Himmel gelblich. Okay, da verhauen sich viele hier an der Stelle. Genau. Okay, wir müssen aber rechts rüber. Zu weit nach links. Ja. Links rüber. Sieht ja noch teilweise wie so ein markierter Pfad aus. Ja. Aber ist einfach schwierig. Das schaut aus, als wenn es begangen wäre, ja. Aber ist nicht. Besser nach rechts. Ja. Das erste große Schneefeld da hinten. Da ist St. Bartholomä. Der Mond. So Leute, wir sind beim Schuttka angekommen. Hier Schneefeld, da oben nähert sich die Sonne. Wasser rauscht vor uns. Schöne Ecke. Coole Sache. Wo machen wir Pause? Da hinten? Oder? Ja, da vorne am Wasser. Am Wasser. Okay. Die Reserven füllen. Ja. Die Sonne drüber. Oh. Gut in der Zeit, optimal. Cool. Ist die Wasserfallplatte da oben? Ach, die nasse Platte, wo der Wasserlauf ist. Genau. Und überhalb ist dieser weiße Ausbruch quasi, wo der Fels rausgebrochen ist. Ja. Dann gehen wir die Wasserfallplatte, du siehst über der Wasserfall unten endet quasi. Ja. Und da noch rechts diese Rampe. Ja. Und dann wieder nach links zum Schneefeld, wo der Thomas gerade ist, da oben. Und wir gehen jetzt rauf, da über das Schuttfeld. Und wie geht es dann weiter, wo der Thomas ist? Nach rechts raus von ihm. Rechts schräg raus auf die Rampe. Ja. Dann die ganze Rampe nach links bis zum Beginn Wasserfallplatte. Gell? Ja. Ein Stück gerade rauf. Dann nach rechts raus die Rampe oben und da ist die Gipfelschlucht, beginnt dann da oben. Und da legt sie es nach hinten, da ist noch mehr Wasser auch oben. Ah ja. Und genau, das ist so der steilste Part. Okay. Wasserfallplatte und Rampe. Ja, ja. Von der ganzen Tour. Ja. Nicht noch hinten raus nach dem Biwak? Ja, nach dem Biwak ist noch eine kurze Stelle oben nachher, aber das herunten ist jetzt halt eigentlich so das Steilste. Das Steile. Ah, okay.